Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist über Brüssel gereist. Dies beweisen Bilder der Kameras im Brüsseler Nordbahnhof, die jetzt veröffentlicht wurden. Amri war von den deutschen Sicherheitsbehörden als Gefährder geführt worden. Man traute ihm also zu, jederzeit ein Attentat zu verüben. Der Tunesier, Anis Amri, hielt sich etwa 2 Stunden im Bahnhof in Brüssel auf und fuhr dann weiter über Frankreich nach Mailand. Er wurde 4 Tage nach dem Terroranschlag bei einer polizeilichen Routinekontrolle in Italien erschossen. Am 19. Dezember vergangenen Jahres war er mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. 12 Menschen wurden getötet.